Mediterranes Klima, Traumlandschaften, exklusives Urlaubsziel und mittlerweile ein Eldorado für Oldtimer-Fahrer. Jährlich im September lädt die Mittelmeerinsel Sardinien zur exklusiven Oldtimer-Hatz, der Coppa Costa Smeralda. Mit dabei der Porsche-Fan Horst Wendorf mit Co-Pilot André Votteler sowie Jürgen Barth. Doch auch Liebhaber hochkarätiger, seltener Veteranen finden sich bei der Coppa Costa Smeralda ein. Zum Beispiel die Schweizer Familie Vogel-Moll. Und das Mercedes-Benz-Duo Christian Bender und Friedhelm Höchst. Rallye-Organisator Rolf Fersen zeigt sich sichtlich begeistert von der Vielfalt der weither angereisten Teilnehmer. Fahrerfeld ist einmal einigermaßen gemischt. Es gibt Schweizer, Argentinier, Engländer, Italiener, Deutsche treffen sich. Und alle eint eben eins, die Freude an diesen herrlichen Karosserieformen, fahren pur in der ursprünglichen Form. Ausgangsort der dreitägigen Rundfahrt ist das Hafenstädtchen Porto Cervo. Direkt am Hafen, eingerahmt von malerischer Kulisse, bereiten die rund 100 Rallye-Teilnehmer ihre betagten Fahrzeuge vor. Eine Boxengasse Deluxe. Oldtimer aller Couleur und aller Epochen. Beginnt in der Vorkriegszeit, der älteste Wagen ist aus den 20er und 30er Jahren. Und es endet heute, je nachdem wie man das auslegt, bei 71, teilweise auch bis 1981 werden Fahrzeuge akzeptiert, die besonders attraktiv und schön sind. Ein unverkennbarer Trend sind gerade die besagten Fahrzeuge der späten 70er. Besonders beliebt ist der Porsche 911. Solide, schnell und verhältnismäßig günstig. Außerdem ist jedes Ersatzteil verfügbar. Ein großer Vorteil beim Rallye-Einsatz. Niemand möchte wegen eines fehlenden Teils den Wettkampf um die Bestzeit vorzeitig beenden. Wer gewinnen will, fährt. Porsche. Lauter, lauter. Was fährst du? Ich fahre einen Porsche. Ja. Tiefe Schluchten, enge Passstraßen, das ideale Terrain für den Porsche. Die größte Herausforderung der Rallye sind die langen Sonderprüfungen. Ja, die ist sehr schnell. Wir haben heute also auf der letzten Sonderprüfung in der Rundkosta von über 35 Kilometer sind wir einen Schnitt über 170 gefahren. Das heißt, da geht schon ganz zur Sache. Ja. Etwas gemächlicher geht die andere Hälfte der Rallye-Teilnehmer die Rundfahrt an. Familie Vogel-Moll ist mit 4 Söhnen und 3 Fahrzeugen aus der Schweiz angereist. Sie verbinden Oldtimer-Fahren mit Erholung. Wir waren schon 3-4 Mal auf Sardinien in den Ferien und die Coppa Costa Smeralda hat es uns dann angetan, weil wir die Strecken, die Insel schon ein bisschen kennen. Wir sind ja mit unserer Familie hier, mit unseren 4 Jungs, die fahren auch mit und mit so Jungs von 22 bis 18 Jahren muss man halt was machen, dass sie noch mitkommen. Und an einer solchen Veranstaltung waren sie begeistert. Kann ein Urlaub nicht schlechter oder besser sein? Ich würde sagen, nicht schlechter, oder? Nicht schlechter. Wann kann man schon die ganze Ferien, den ganzen Tag Auto fahren, immer um Autos sein? Gibt's doch sonst nicht, oder? Und so nimmt das Feld der Oldtimer-reisenden Fahrer endlich die einladenden Inselstraßen unter die Räder. Entlang der Smaragdküsten geht die Tour hoch hinauf über enge Bergpässe und durch unzählige Kurven. Etwas lauter und rasanter starten die Teilnehmer der Competition Class. Auf eigens abgesperrten Teilstücken lassen es die Fahrer der Motorsport-Oldtimer ordentlich krachen. Im Cockpit von Horst Wendorf und André Votteler herrscht echte Rennatmosphäre. Co-Pilot Votteler gibt Streckenanweisungen. Nur so weiß Fahrer Wendorf, welche Gefahr hinter der nächsten Kurve lauert. Rechts 3,
Danach bremsen auf links zwei lange Kehre. Links 5 schneiden, dann stark anbremsen auf rechts 4. Das ist jetzt die nächste WP und nach dem Start haben wir 100 Meter. Dann kommt eine links 5 über Kuppe, eine Senke, eine kleine Kuppe, gefolgt von einer rechts 3. Direkt gefolgt von einer links 1 sehr steil, innen betonwellig, geht über in eine rechts 3. Eine rechts 3 sind 90 Grad. Es gibt verschiedene Einteilungsmöglichkeiten. Ich kann Gradzahlen nehmen, dass ich sage, 1 Uhr ist nur eine leichte Kurve und 15 Uhr, also 3 Uhr, ist von mir aus 90 Grad und bis zu 5, dann bin ich fast bei einer Kehre. Wenn man miteinander das schon ein paar Mal gemacht hat, dann verlässt man sich drauf. Und das ist auch wichtig, dass man dann weiß, nach der Kuppe, wenn dann der Beifahrer sagt voll, dass man dann voll das Gas stehen lassen kann, dass nicht danach 10 Meter gleich eine Kehre nach links kommt. Bei Tempo 160 ist der Co-Pilot die Lebensversicherung, denn Fehler werden sofort bestraft. Weniger gegen die Uhr, mehr mit der Uhr sind die sogenannten Gleichmäßigkeitsfahrer unterwegs. Bei ihnen zählt nicht die schnellste, sondern die genaueste Zeit. Christian Bender und Friedhelm Höchst sind Gleichmäßigkeitsprofis und arbeiten penibel mit den Angaben der Zeittabellen und der genauen Berechnung ihrer Fahrtzeiten. 300 Sekunden, das scheint mir. Es geht hier zunächst erstmal einmal um die verschiedenen Startzeiten. Wenn man angekommen ist, muss man seine Karte abgeben. Dann erhält man eine neue Startzeit, 14.03 Uhr. Also 14.03 Uhr müssen wir an der nächsten Station sein. Dann bekommen wir eine neue Zeit eingetragen. Dann haben wir 50 Minuten, also 15.18 Uhr. Würden wir dann hier wieder da sein und so weiter. Und so setzt sich das fort bis ans Ende. Ja, man muss schon aufpassen, man muss rechnen können. Und die Wertungsprüfung sagt zum Beispiel, nennen wir mal das letzte Beispiel, waren rund, wie viele Kilometer waren es, Friedhelm? 14. Augenblick, gucken mal. Die letzte Wertigkeitsprüfung war... Die war sehr schön oben auf den Bergen. Hier haben wir sie zum Beispiel. Die SS6, die war ein Schnitt von 49,9 Stundenkilometer bei 18,39 Kilometern. Musste eine Zeit gefahren werden von 22 Minuten, 6 Sekunden und 73 Hundertstel. New Navigator. New Navigator. Ums Hundertstel genau am Zeitmesspunkt ankommen. Besonders bei den engen und verstrickten Ortsdurchfahrten ein fahrerisches Kunststück der Oldtimer-Piloten. Der Regularity-Fahrer, der gleichmäßige Fahrer, für den ist der Kick einfach dabei, es zu schaffen, sein Fahrzeug so sehr zu beherrschen und die Dimensionen im Griff zu haben, dass er auf einer 14, 15 Kilometer Strecke in der Lage ist, wirklich auf ein Hundertstel Sekunde im Ernst oder im Idealfall anzukommen. Und diese Beherrschung von Raum und Zeit und den Uhren und dem Fahrzeug, das ist der Kick, den er empfindet. Andere, die Rundstrecke fahren, die finden das völlig langweilig. Aber das ist eben, jedermann hat seinen eigenen Geschmack. Und so zieht das Feld der Klassiker mit Durchschnittsgeschwindigkeit 50 weiter. Besonders der Westen der Insel Sardiniens beeindruckt mit malerischer Landschaft. Von Meeresspiegelniveau arbeiten sich die Oldtimer hoch hinauf bis zu 1000 Metern. Zeit zum Verweilen bleibt jedoch nicht. Die Uhr läuft ständig mit. Besonders ärgerlich, die Mercedes Co. Bender Höchst stoppt einen Reifenschaden. Schnell reparieren, dann kurz analysieren. Einmal macht es ganz eigenartige Geräusche und dann hat man Plattfuß. Was passiert? Wollten wir schon analysieren, warum? Nein. Nee, haben wir jetzt auch keine Zeit dazu? Da haben wir eben keine Zeit für, das machen wir heute Abend in Ruhe. Die Panne wirft das Mercedes-Team im Feld zurück. Jetzt hilft nur noch Gas geben. Derweil lassen sich andere Rallye-Teilnehmer vom sardischen Lebensgefühl mitreißen und erkunden die Insel im Alleingang. Die meisten Gebäude auf der Insel entstanden in den 60er Jahren. Geprägt von künstlerischen Einflüssen ist hier eine einmalige Architektur zu bestaunen. Immer wieder eingerahmt von smaragdblauem Wasser und mediterraner Natur.
Auch Oldtimer-Liebhaber Rolf Fersen kann sich für die Schönheit der Insel schnell begeistern. Sardinien hat sein Herz erobert, mit oder ohne Rallye-Sport. Das Ambiente für mich ist gerade im Canal de Volpe extrem wichtig, weil das ist eine pure History, die dieses Haus eratmet. Und die Architektur ist so überzeugend und so ungewöhnlich und so einmalig, dass es mich immer wieder hierhin zurückzieht. Ich sage, wenn ich hier bin, fühle ich mich wie zu Hause. Diese Architektur, diese höhlenartigen Räume, aber die offene Freiheit zum Meer hinaus, jeder Blick ein neues Vergnügen, das findet man nur hier. Balsam für die Seele? Balsam für die Seele. Geschmack in allen Lebenslagen. Klassische Automobile, einzigartige Architektur. Da dürfen Gaumenfreuden nicht fehlen. Die reichhaltige Küche der Luxury Collection Hotels verwöhnt nicht nur Gourmets. Die Italiener kochen besonders leicht. Und das Schöne ist eben die Art der Küche mit Olivenöl und dann leicht angebratene Dinge zu bekommen und nichts Schweres, Fettiges, was einen irgendwie danach gerade mittags und den halben Nachmittag verschlafen lässt, weil es zu viel war. Hier ist es leicht, eine leichte Küche, eine wunderbare Küche und darum bin ich so gerne hier. Die außerplanmäßige Mittagspause verführt in das Reich der Costa Smeralda. Luxus pur, gepaart mit dem ganz besonderen Charme Sardiniens. Abendstimmung in Porto Cervo und zurück zum Geschehen der Oldtimer Rallye. Die Vorbereitungen für eine weitere Etappe im Programm der Coppa Costa Smeralda beginnen. Mit Einbruch der Dunkelheit werden die Hafenstraßen für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Die Flaniermeile wird zur Rennpiste. Der Nachtlauf durch die engen Straßen Porto Cervos bildet ein besonderes Highlight der Rallye. Spektakel aus Scheinwerferlichtern und Motorensound. Nicht nur für die Fahrer. Der Oldtimer Rallye und diesmal fährt das Fahrerfeld geschlossen in den Norden Sardiniens. Mehr als 100 der schönsten historischen Autos der Welt stehen Parade im Hafen von Palau. Buntes Treiben und gewohnte Benzingespräche beim Warten auf den Start zur nächsten Rallye-Etappe. La Maddalena, eine ganz süße Insel, wie vor 200 Jahren, unverändert, aber tolle Straßen. Da fahren wir Mari Monti einmal rauf, einmal runter, auf einem abgesperrten Rundkurs. Da wird zweimal gefahren und die, die es knallen lassen wollen, können es halt knallen lassen und die gewinnen wollen, fahren natürlich gleichmäßig. Bisher liegt das Mercedes-Team Bender höchst auf Platz 4 der Gleichmäßigkeitswertung. Ein kurzer Technik-Check soll vor weiteren Pannen bewahren. Das ist eigentlich rein vorsorglich. Also es ist eigentlich genug Öl drin, aber da wir verhältnismäßig schnell fahren, doch ab und zu, dann sorgen wir schon dafür, dass auch der Motor im richtigen guten Zustand ist. Und das ist eben reine Vorsorge, sonst sonst nichts. Das sind eben alte Motoren, das sind alte 3-Liter-Motoren. Es ist erstaunlich, dass man bereits 1957 solche Motoren bauen konnte. Immerhin mit 210 PS. Das war ja für die Straßen, die damals 1957 entstanden oder die damals vorhanden waren, war das doch eine enorme Leistung. Und eben auch allein, wenn Sie es an dem Auto sehen, an der Autoform, es war schon seinerzeit enorm voraus damals. Es ist einfach Freude am Fahren, ja. Ganz schlicht und einfach Freude am Fahren. Und da ist das Auto eben ausgezeichnet, weil es erstens gut fährt, während andere Oldtimer ja dann oftmals etwas schwieriger zu fahren sind. Und dieses Auto fährt sehr, sehr elegant und sehr ruhig, hat ordentliche Bremsen. Es ist nicht umgebaut auf Scheibenbremsen, es hat die Original
die original alten Trommelbremsen. Das ist manchmal in den Bergen nicht ganz angenehm, aber es gehört eben auch dazu. Man muss eben weit vorausschauen, wenn man fährt. Die Zwangspause endet mit dem Eintreffen der Fähre. Vorsichtig werden die historischen Fahrzeuge auf das wahrscheinlich ungleich jüngere Schiff gefahren, um auf die rund 10 Kilometer entfernte Insel La Maddalena überzusetzen. Am anderen Ufer wird es dann noch einmal um Bestzeiten und Gleichmäßigkeitsfahren gehen, bei dieser exklusiven Oldtimer Rallye auf Sardinien. Startpunkt der letzten Wertungsetappe ist der Marktplatz des Hafenstädtchens Santa Maddalena. Ungewohnt hektisches Treiben, denn Autos gibt es auf der kleinen Insel nur wenige. Trügerische Stille inmitten malerischer Natur. Ein letztes Mal fahren die Oldtimer auf abgesperrter Strecke, rund 25 Kilometer Gesamtlänge. Viel mehr kann man auf der kleinen Insel nicht fahren. Dennoch die richtige Kulisse für betörenden Motorensound. Motorensound fällt vor allem der Sunbeam Tiger von Fritz Vogel auf. Englisches Design mit dem Klang eines amerikanischen V8. In der Originalversion hätte das Auto so 160 PS gehabt, was natürlich zum Zeitpunkt 1966 doch tüchtig war. Dieses Modell hat jetzt etwa 230, 240 PS. Und es macht natürlich unheimlich Spaß, gerade aus dem Grund, weil es niemand kennt. Niemand weiß, was abgeht mit dem Auto, und das ist der große Spaßfaktor. Geradeaus top, in den Kurven gefährlich. Also Fahrwerk ist natürlich typisch amerikanisch, oder anders ausgedrückt, kein Fahrwerk vorhanden. Auf der Jagd nach Bestzeiten geben die Teilnehmer der Rennklasse noch einmal alles. Die Porsche-Piloten Wendorf und Fotteler agieren dabei wie gewohnt im Team. Links 5 schneiden, dann stark anbremsen auf rechts 4. Voll, links 4 bis 5, 300 Meter, rechts 4, schnell, voll, senke. Fahrer Horst Wendorf verlangt dem 30 Jahre alten Porsche alles ab. Doch die Technik hält. Bis zum Ziel. Und so erreichen die Teilnehmer der Coppa Costa Smeralda nach 3 Tagen und rund 3200 Kilometern anspruchsvoller sardischer Straßen das Ziel in Porto Cervo. Große Freude auch beim Mercedes-Team. Der 300er SL hat sich wieder einmal bewährt. Und wir steigen aus mit einem Grinsen. Beide haben die Mundwinkel ganz nach oben, oder? Ja, ich finde vor allem, wir fahren ja nicht eine Veranstaltung, wir fahren 20. Wir fahren ein paar Jahre, bis der Wagen wieder eine Überarbeitung kriegt. Ja. Und das ist schon ein tolles Gefühl, den Wagen so zu strapazieren, über den roten Bereich hinaus zu drehen, wenn es sein muss. Und er hält und er hält lange. Wir haben keinen Tropfen Öl nachgegossen, nichts. Ganz genau. Das Einzige, wo wir Öl verbraucht haben, war am Ölmessstab. Und das immerhin nach dieser doch sehr, sehr anstrengenden Tortur für ein Fahrzeug. Das können jedoch nicht alle Teilnehmer bestätigen. Bei Familie Vogelmoll hat der Lotus Elan der Söhne schlapp gemacht. Doch Vater Fritz reichte für die letzte Etappe sein Sunbeam-Cockpit gerne an die Junioren weiter. Meiner ist kaputt gegangen, ja genau. Wir hatten Probleme mit der Kupplung. Nach dem ersten Tag hat die Kupplungsdichtung gelassen und ja, müssen wir mal schauen, wie wir den jetzt nach Hause bringen. Der Familienurlaub bleibt allerdings ungetrübt. Vater Fritz Vogel sieht's gelassen. Normalerweise ist es natürlich so, dass man nicht so große Distanzen
pro Tag oder hintereinander fährt mit diesen Autos. Und man hat mehr Zeit für die Wartung. Aber eben ein Anlasser oder eine Kupplung oder ein Kupplungszylinder, der aussteigt, das gehört einfach dazu. Damit muss man rechnen und leben. So neigt sich die Rallye dem Ende zu und das Resümee der Fahrer klingt durchweg so. Was war das für eine wunderbare Costa Smeralda? Wie sagt man? Bravioso. Oder sowas ähnliches. Krönender Abschluss einer Oldtimer-Veranstaltung, ein festliches Gala-Dinner in besonderem Ambiente. Für besonders eifrige Fahrer gibt's Preise. Und bleibende Erinnerungen nehmen alle mit nach Hause. Am Ende der Coppa Costa Smeralda sind sich alle einig. Ihre klassischen Automobile gehören auf die Straße. Denn nur zum Fahren wurden sie einst gebaut.